quasi jetzt gedanklich so ein bisschen, weiß ich, ein bisschen. Wir sind 17, 59, 22, 23. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir uns ein bisschen schön machen? Ah, hilft nichts. Ah, besser. Na gut. So, ich kann an der Wahl noch, was ich vergessen habe, mein Handy stumm schalten. Oh ja, oh, die Idee ist gut. Das habe ich. Oh, ich habe es diesmal nicht vergessen. Was ist denn los? Eieiei. Diesmal habe ich gut vorbereitet. Ja, sehr gut. Mal hoffen, dass es gelingt. Mein Handy hat eine gewisse. So, jetzt müssten wir live da sein und ich begrüße alle, die jetzt zusehen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten einen angenommenen Tag, den wir mit der heutigen Show wunderbar ausklingen lassen. Was halten Sie davon, wenn wir am Anfang ein Spiel spielen? Ich sage Ihre Reaktion voraus, zielsicher. Bitte kurz die Augen schließen. Denken Sie bitte kurz an das Wort Rente. Und ich weiß, dass Sie jetzt Ihren Kopf schütteln und vielleicht an Norbert Blüm denken. Sein berühmter Satz, die Rente ist sicher, ist mittlerweile 25 Jahre alt. Die Realität ist leider eine andere. Die ist auf der Überholspur davongerast. Die Jungen fragen sich, ob sie überhaupt noch etwas Rente erwarten können. Und für die Älteren ist längst die Einsicht gekommen, dass man sich nicht alleine auf Papa Staat oder Mama Staat verlassen darf und kann, sondern auch selbst vorsorgen muss. Doch jetzt kommt die große Frage. Welche Modelle der Altersvorsorge halten wirklich, was sie versprechen? Was ist mit Rürup? Was ist mit Riester? Treppenwitz. Vielleicht bleiben diese Versprechen wirklich als der schlechteste Treppenwitz in der Anlage aller Zeiten. Wie können wir, egal in welcher Lebensphase, in der wir uns befinden, ob 20, 25, 30, 40, 70, 90, 100, für unseren Lebensabend vorsorgen? Wem vertraue ich? Und wer hat die Weitsicht und vor allem die Erfahrung? Und das ist eben das Wichtige. Die Kombination muss passen. Unser heutiger Gast, Jan-Joerg Kipp, hat seine Antwort auf diese drängende Frage unserer Zeit schon lange gefunden. Er erklärt Ihnen heute, welches sehr simple Modell wirklich nachweislich funktioniert. Und wenn Sie sagen, Jan-Joerg Kipp, habe ich schon mal gehört, das ist klar. Ich mache nur mal eine Auffrischung. Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsjournalist. Buchautor, Speaker, Unternehmensberater. Beim Gevestor Verlag leitet er die erfolgreichen Börsendienste Deutscher Wirtschaftsbrief, die ProBrief und Energy Trend Investor. Herzlich willkommen, Herr Kipp. Herzlich oder vielen Dank, Herr Blum. Ich hoffe, Sie Und sehen mich. ich sehe Sie einmal frei und eine kleine Ansprache noch an die Zuseher. Schön, dass Sie da sind. Oh, zahlreich, heute viele dabei. Sie kennen es mittlerweile und für diejenigen, die neu dabei sind, jetzt während der Sendung können Sie sich schon im Chat rege an der Sendung beteiligen. Also anders als bei normalen Talkshows, da sitze ich immer davor und sage, ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, können Sie jetzt direkt einsteigen. Bitte geben Sie rechts neben der Sendung Ihren Namen im Chatfenster ein, um sich an den Umfragen direkt zu beteiligen. Sie haben richtig gehört, direkt zu beteiligen und Ihre Fragen direkt an Herrn Kipp zu stellen. Mein Redaktionsteam im Hintergrund sammelt die Fragen und am Ende der Sendung wird sich Herr Kipp Ihren Fragen stellen. Bitte seien Sie nett, seien Sie höflich, beachten Sie natürlich wie immer die Netiquette. So, und jetzt legen wir los, Herr Kipp. Also, wir haben im Vorfeld über die Sendung gesprochen und da unterhielten wir uns auch darüber, dass unser aller Geld ja von Tag zu Tag deutlich weniger wert ist, muss man schon davon sprechen. Und wie unsicher die Wirtschaft, die Zukunft für die meisten Menschen in Deutschland mittlerweile ist. Wir erleben vor unserer Haustür einen Krieg. Enorme Energiesorgen, eine Rekordinflation, zunehmende Altersarmut und einen Staat, der sich immer weiter verschuldet, sorry, sondervermögend, ich will es mal so sagen. Die Rente ist sicher! Ich kann auch den kleinen Nobby Blüm schreien hören, wie er das sagte. Der Satz sorgte schon damals für Kopfschütteln und lässt sich leider nicht halten. Die Prognosen sind duster. Jetzt kommen Sie, Herr Kipp, und sagen, geht auch anders. Sie sind ein klarer Optimist. Sie erläuterten mir, dass viele Menschen gar nicht wüssten, wie einfach und wie sicher es ist, sich selbst sozusagen von heute auf morgen auf eine Aktienrente umzustellen. Und das haben Sie gerade meiner Kollegin Vanessa erklärt mit drei Sätzen. Wie passt das zusammen, Herr Kipp? Ja, danke für die Frage, Herr Blum, und danke für die Einladung an dieser Stelle. Ja, tatsächlich habe ich im Laufe der vergangenen, sagen wir mal, 25 bis 30 Jahre, in denen ich in diesem Metier tätig bin, Hunderte, Tausende von Leserinnen und Lesern kennengelernt, die selbst jetzt schon, also bevor sie über eine Rente nachdenken, über ein großes, ein kleines oder auch ein sehr kleines Vermögen verfügen, aber nicht wussten, keine Beratung gefunden haben, was sie damit tatsächlich tun könnten.
Also, einige hatten Sparvermögen angesammelt, 5.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro oder auch 500.000 Euro bis zu 1 Million Euro. Die einen sind Unternehmer, die anderen haben geerbt, die dritten haben eine Lebensversicherung bekommen, etc. pp. All diese Menschen, Selbstständige, Freiberufler und so weiter, haben also einen gewissen Geldbetrag, von dem sie nicht wussten, was sie damit tun sollen. Und ich sage immer, sie können mit diesem Geldbetrag, können sie sich sofort unmittelbar ihre eigene Rente, klein oder groß, aufbauen. Egal, wie viel Geld sie haben, ob sie jetzt 50.000 Euro haben aus dem Erbe, aus einer Lebensversicherung, ob sie ein Häuschen haben im Alter, das sie vielleicht verkaufen wollen. Aus diesem Geld, das sie erlösen können, können sie eine Rente organisieren, indem sie einfach Geld in Aktien anlegen und sich damit wirklich sofort und ohne nennenswertes Risiko die eigene Sofort-Aktienrente zusammenbauen. Das kann fast jeder Mensch, behaupte ich, mit fast jedem beliebigen Vermögen, natürlich mit unterschiedlichen Ergebnissen im Haus. Gilt das auch für, ich meine, die jungen Menschen muss man betrachten, die die Rente wahrscheinlich dann in Zukunft nur noch vom Hörensagen kennen. Gilt das auch für junge Leute mit wenigen bis keinem Vermögen? Das gilt sozusagen auch für junge Leute, wenngleich umgekehrt gedacht. Also jungen Leuten würde ich nicht empfehlen, sagen wir mal, die Summen, die sie zur Verfügung haben, jetzt als Sofortrente einzusetzen, sondern ich würde versuchen, über einen Sparplan Vermögen aufzubauen und dann später entsprechend über denselben Entnahmeplan, über den wir beide heute diskutieren, dann auch sich die Rente zu organisieren. Das halte ich sogar für ein sehr gutes Modell, gerade für jüngere Leute. Die Anstrengung ist wirklich gering und der Ertrag ist groß. Ein guter Ansatz. Ich hatte einen Bekannten, der wurde von seinem Großvater beraten, damals schon, leg dein Geld so an, und wir haben damals alle gelacht über ihn und er lacht über uns heute, und es waren kleine Beträge. Jetzt eine Frage an Sie zu Hause. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Haben Sie schon mal über Aktienrente nachgedacht? Dann geben Sie uns kurz Informationen. Das würde uns sehr interessieren, wie Sie darüber denken. Herr Kipp, im Jahr 2022 hat der gute DAX allein 12% verloren. Die meisten Menschen, die ich kenne, Freunde, Unternehmer oder auch Verwandte, möchten das gesparte oder ererbte Vermögen ungern aufs Spiel setzen. Ich habe 12%. Was würden Sie denn diesen Menschen, die Sorge um ihr eigenes Geld haben, heute sagen? Ja, Herr Blum, Sie haben natürlich recht. Die Sorge kenne ich, die kann ich nachvollziehen. Die kenne ich auch aus meinem persönlichen Bekannten, Verwandtenkreis etc. Ich will auch niemanden, der mich um Rat fragt, mit einer ganz allgemeinen Antwort einfach abspeisen wollen. Sehr gut. Dennoch, bei dem Modell, das habe ich jetzt x-fach als Aktien-Sofortrente bereits heute Abend bezeichnet, erwarte ich tatsächlich über einen längeren Zeitraum weit überdurchschnittliche Renditen und damit Renten für tatsächlich jeden Menschen. Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne und ich werde mich auch öfter wiederholen, ob Sie nun 5.000 Euro haben, 10.000 Euro, 50.000, 500.000 oder 5 Millionen Euro. Ich würde quasi allen Menschen dasselbe raten. Lassen Sie mich das bitte kurz erläutern, worum es geht. Ich kann Ihnen und allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine einfache Bauanleitung an die Hand geben, mit der Sie nochmal 5.000 Euro, 50.000 Euro, 500.000 Euro oder eben auch 5 Millionen Euro vollkommen unabhängig von der Summe optimal investieren, um damit ab sofort und dauerhaft einen bestimmten Betrag pro Monat zu verdienen. Okay, ich bin ganz ohr. Wie bitte? Ich bin ganz ohr. Jetzt. Ja, wie gesagt, ich kann nicht jedem Menschen dasselbe Einkommen versprechen. Ich kann aber versprechen, dass Sie mit diesem Einkommen den jeweils optimalen Rentenbetrag erzielen. Lassen Sie mich ein einfaches Referenzbeispiel nehmen aus meiner Tätigkeit als Chefredakteur, in dem Fall des Deutschen Wirtschaftsbriefs. Eine Unternehmerin, die einen Blumenladen hat, ein kleines Häuschen ihr eigen nennt, die Dame ist 65 Jahre alt, hat sehr viel gearbeitet in ihrem Leben und möchte sich zusammen mit ihrem Ehemann nun beruflich irgendwann zurückziehen. Als typische Selbstständige hat sie einen kleinen Vorsorgevertrag abgeschlossen, der jedoch, sagen wir mal, wenige 100 Euro, wenn ich mich recht entsinne, im Monat bringt. Das Häuschen ist zum Beispiel 400.000 Euro wert, wird in den kommenden Jahren hier und da noch renoviert und saniert werden müssen. Das heißt, aus dem Geld, was sie monatlich als Rente bezieht, aus ihrem Vorsorgevertrag, wird sie dieses Häuschen so nicht sanieren oder auch nur renovieren können. Dieser Frau würde ich raten, und habe ich auch geraten, sagen wir mal ganz allgemein geraten, darüber nachzudenken, das Häuschen einfach zu verkaufen, eine schöne Wohnung anzumieten und das Geld, das sie daraus erlöst hat, so anzulegen, dass sie daraus eine monatliche Rentenzahlung bekommt, die wirklich vernünftig genug ist, um daraus zu verdienen. Aus 400.000 Euro
können Sie ungefähr relativ sicher 32.000 Euro pro Jahr erwirtschaften über einen längeren Zeitraum, ohne nennenswerte Risiken einzugehen. Und das heißt, dass Sie pro Monat ungefähr 2.500 Euro quasi aus diesem Betrag erwirtschaften können. Das ist ein super Ansatz, den man leider kaum geraten bekommt irgendwo. Also das höre ich mit zum ersten Mal und es hört sich super interessant an. Herr Kipp, wenn ich das Beispiel jetzt aufgreifen darf, damit es auch für andere Menschen anwendbar ist. Die Frau soll oder kann ihr Häuschen verkaufen, was in dem Fall natürlich sehr klug wäre. Hat 400.000 Euro, allerdings keinerlei Vorkenntnisse. Ja. Wie sieht es denn nun mit dem Modell aus, wenn ich keine Vorkenntnisse, wenn ich quasi blank bin? Ich habe nur die 400.000 Euro. Wenn ich normal zur Bank gehe, sagt die Bank, gib's mir. Aber ihr Fall klingt ja viel besser. Das ist in der Tat, das ist der Punkt. Also ich gehe davon aus, die meisten Menschen haben keine, sagen wir mal, fundierten Vorkenntnisse und meinen deshalb, dieses Risiko, Aktien oder Geld in Aktien oder ETFs investieren zu können, nicht eingehen zu können. Also was man gerne macht, ist vielleicht Aktien mal zu kaufen für 10.000 Euro, 20.000 Euro, um ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu zocken. Ich sage oder bin ganz fest davon überzeugt, dass Sie weitgehend ohne Vorkenntnisse auch das Haus verkaufen können, in diesem Fall das Haus, 400.000 Euro nehmen, tatsächlich in ETFs investieren. Ich werde darauf später noch zurückkommen. Ohne nennenswerte Vorkenntnisse, ohne dass Sie mit der Bank darüber sprechen müssen und dieses Modell einfach dafür nutzen, um sich regelmäßig daraus Geld auszahlen zu lassen. Das funktioniert tatsächlich weitgehend ohne Vorkenntnisse. Und das ist kein, wie soll man sagen, das ist kein Voodoo, das ist keine Zauberei, sondern es ist ein relativ simples Anlage- und auch gedankliches Konstrukt, das auch jeder nachvollziehen kann. Ich komme darauf noch später. Also Sie hatten vorhin einen guten Ansatz, der oft vergessen wird. Man hat ein Häuschen, lebt da schon 30 Jahre, allein die Nebenkosten 800 Euro, dann müsste man es renovieren lassen, dann kann man es aufgrund seiner kleinen Rente schon gar nicht mehr richtig finanzieren. Ja. Also ich will an dieser Stelle nochmal zusammenfassen. Sie würden dieser Frau und anderen Menschen in Deutschland empfehlen, eine beliebige Summe einfach in ETFs, auf Aktien zu investieren. Und das Ganze direkt ohne Vorkenntnisse. Ist das weitgehend, also ich sage mal, ich muss dazwischen funken, weitgehend ohne Vorkenntnisse, aber ich will natürlich auch nicht naiv sein. Das heißt, Sie müssen zum Beispiel wissen, was ein Depot ist. Sie müssen also in der Lage sein, mit der Bank darüber zu sprechen, okay, dass Sie ein Depotkonto haben wollen und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht sozusagen als ein Wundermittel verkaufen, aber Sie müssen nicht sich in Unternehmenskenntnisse oder sowas stürzen, sondern Sie können das relativ als normaler Mensch nachvollziehen. Das ist natürlich die nächste Frage. Ist das sicher, wo Aktienmärkte doch schwanken und niemand irgendwelche Garantien geben kann? Das müssen Sie nun richtig begründen, Herr Kipp, bitte. Ja, das begründet sich aus der Logik und aus der historischen Erfahrung. Also worum geht es überhaupt? Wenn Sie einen solchen Betrag haben, diese Frau mit 400.000 Euro, oder wenn Sie einen Betrag haben aus einer Lebensversicherung, die Ihnen ausgezahlt wird, 70.000 Euro, 100.000 Euro, 50.000 Euro, was auch immer, wenn Sie erben, kleineren Betrag oder größeren Betrag, das Problem bleibt immer dasselbe. Am Ende entscheidet natürlich die Rendite der Anlage über die Höhe der Rente, ganz allgemein. Also als Rente verstehe ich das, was Sie sich zum Beispiel monatlich auszahlen lassen können. Man weiß nun sondern ziemlich genau 1896, dass der Dow Jones Index gegründet worden in den USA, dass Aktienmärkte über einen längeren Zeitraum eine bestimmte, immer wiederkehrende Rendite schaffen. Es gibt Jahre, in denen solche Indizes wie im vergangenen Jahr Geld verlieren. Das gehört zum Geschäft. Längerfristig kann man historisch nachweisen, dass Sie an solchen Märkten 7%, 8%, auch 9% pro Jahr verdienen können. Wenn Sie sich auf diese historischen Erfahrungen, die man gemacht hat, über zwei Weltkriege hinweg, über Rieseninflationsphasen, über mehrere Ölkrisen hinweg, über dies, über jenes, wenn Sie sich auf diese Erfahrungen verlassen, ich komme gleich darauf, warum das auch logisch ist, dass es solche Renditen gibt. Wenn Sie sich auf diese historische Erfahrung verlassen, können Sie das Geld aus solchen Anlagen auch entnehmen monatlich, ohne dass Sie darauf angewiesen sind, dass im nächsten Monat der Aktienmarkt vernünftig läuft. Denn schwächere Phasen werden auch durch stärkere ausgeglichen. Sie müssen nur davon überzeugt sein, dass diese historische Erfahrung, dass diese Märkte diese Renditen abwerfen, dass die auch längerfristig funktioniert. Warum ist es logisch, dass Sie 7-9% pro Jahr verdienen am Aktienmarkt? Am Aktienmarkt werden nicht Zockertitel gehandelt, bei denen jetzt irgendwie Wetten eingegangen werden müssen,
sondern Unternehmensanteile. Das heißt, Unternehmensbeteiligungen an, also Beteiligungen an Unternehmen, die selbst Geld verdienen müssen. Nehmen wir so ein Unternehmen wie Allianz. Dieses Unternehmen ist gezwungen, die Manager dieses Unternehmens sind gezwungen, Geld zu verdienen. Die müssen Jahr für Jahr Unternehmensgewinne erwirtschaften. Ich mache es mal ein bisschen plastisch. Wenn die diese Gewinne erwirtschaften, wird es ihnen einfach mal als Münze ausgezahlt. Die Münzen nehmen sie, legen sie am Ende in die Kasse. Sie haben einen gewissen Überschuss in dieser Kasse. Das Unternehmen wird am Ende eines solchen Jahres mehr wert sein. Es kann passieren, dass die Aktienmärkte dieser These nicht zustimmen. Also, dass das Unternehmen zum Beispiel, wie im vergangenen Jahr, vielleicht sogar ein bisschen verliert an den Aktienmärkten. Tendenziell werden aber Unternehmen, die Geld verdienen müssen, an den Märkten über Jahre immer mehr wert sein. Das heißt, die Schwankungen an den Aktienmärkten spielen längerfristig deshalb keine Rolle oder so lange keine Rolle, wie die Unternehmen tatsächlich Geld verdienen. Wenn die Jahr für Jahr mehr wert werden, dann wird es steigende Aktienkurse geben bei allen Schwankungen, die es eben über die Zeit gibt. 7-9% sind ein realistischer Betrag, weil das in etwa dem entspricht, was solche Unternehmen auch über einen langen Zeitraum an Mehrwert erzeugen pro Jahr. Also die Aktienmärkte sind über einen langen Zeitraum fair und nicht dumm. Über einen kurzen Zeitraum sind sie sehr dumm. Und bei der Bank kriege ich 1%, also 7-9-fache kann sich mehr als sehen lassen. Die erste Frage wurde bereits beantwortet. 57% haben eine Aktienrente, 43% darüber nachgedacht, haben aber noch keine. Daumen hoch, Weltklasse. Jetzt haben wir die nächste Frage, also ungefähr 8%, 9%, das klingt logisch, weil die Unternehmen Geld verdienen und Gewinne erwirtschaften und müssen und langfristig auch nachweisbar. Wenn ich nun einer Ihrer Leser wäre, was mache ich mit dieser Information, dass 8% per anno quasi sicher und keine Kunst sind? Das klingt jetzt schon grandios. Ich würde jetzt am liebsten schon zum Konto wechseln und gerne einsteigen. Ja, also wenn Sie mir in dem Sinne folgen oder glauben, wenn Sie sich am besten vielleicht sogar noch persönlich davon überzeugen würden, dass die Aktienmärkte über einen langen Zeitraum tatsächlich diese Renditen erwirtschaften, also nicht einfach nur daran glauben, dass irgendein Guru Ihnen irgendwas erzählt hier, sondern das ist nachweisbar, das ist quasi in diversen Büchern nachvollziehbar, das ist in wissenschaftlichen Arbeiten nachvollziehbar. Wenn Sie mir die 7% bis 9% pro Jahr abnehmen, wenn Sie mir die glauben oder sich selbst überzeugen, dann haben Sie folgende Informationen. Dann können Sie, wie gesagt, 9, 8 oder 9%, was auch immer, je nach Geschmack, können Sie pro Jahr entnehmen und sich darauf verlassen, dass Ihr Vermögen nicht an Wert verlieren wird. Das ist sozusagen die grundsätzliche Überlegung. Wenn Sie also hergehen und dieses Haus über 400.000 Euro haben, wie gesagt, 8% sind 32.000 Euro, die können Sie entnehmen, ohne an Wert zu verlieren, wenn Sie sich von der Idee verabschieden, dass diese Kursschwankungen sozusagen nicht passieren dürfen. Also, entnehmen Sie ruhig 8%. Ich kann Ihnen aus historischer Erfahrung und aus logischer Überlegung garantieren, in Anführungszeichen garantieren, dass Sie über einen längeren Zeitraum schlicht und ergreifend kein Geld verlieren werden. Entnehmen Sie die 32.000 Euro ruhig. Nun hat der Finanzmarkt dafür eine Technik entwickelt. Er sagt, kaufen Sie zum Beispiel den DAX als ETF. Das sind einfache Indexfonds, die einfach nur den DAX abbilden. Sondern Sie müssen bei der Bank im einfachsten Fall, legen Sie das Geld in einen solchen DAX-ETF an, die 400.000 Euro, um im Beispiel zu bleiben, und teilen der Bank mit auf einem einfachen Formular. Bitte zahlt mir jeden Monat 32.000 Euro durch 12, 2.500 Euro aus. Die Bank wird hingehen und für diesen Betrag 2.500 Euro monatlich entsprechend Anteile dieses ETFs am Markt verkaufen. Völlig unabhängig von den Kursen, die da jeweils entstehen. Sie wissen im Hintergrund, wenn Sie mir im Idealfall glauben, dass die Kurse schwanken können, dass der Kurs mal etwas höher war beim ETF, der verkauft wurde, mal etwas niedriger. Sie sagen sich, Ihnen ist das Wurst, weil sich das über die Zeit ausgleicht. Das hat Ihnen der Kipp so gesagt, das haben Ihnen die Bücher so gezeigt, das zeigen Ihnen Internetportale bis hin zu wissenschaftlichen Portalen. So, das heißt, Sie müssen einfach nur zu einer Bank gehen, ein Formular ausfüllen, also im Grunde genommen das Geld anlegen, ein ETF, ein Formular ausfüllen und sagen, Sie wollen jeden Monat in dem Fall 2.500 Euro haben, dann wird die Bank alles Weitere veranlassen.
Das Gute an diesem Modell ist, wenn sich Ihre Lebensverhältnisse verändern, anders als alle anderen Verträge mit irgendwelchen Versicherungen und so weiter, dann können Sie hingehen und sagen, bitte zahlt mir zum Beispiel mein Geld komplett zurück. Ich beende diesen Spaß. Sehr gut. Ohne dass irgendwelche Gebühren entstehen oder sonst was. Sie können dieses Modell jederzeit nachjustieren. Muss ich jetzt in eine Zwischenfrage reingehen? Das ist ja die normale staatliche Rente. Wenn ich ablebe, ist die ja erledigt. Vielleicht kriegt die Partnerin der Partner noch etwas. In diesem Fall wäre das ja auch für die Erben sehr viel interessanter, weil das Geld ja noch ausgezahlt wird, garantiert dann ausgezahlt wird. Jetzt habe ich eine Zwischenfrage an Sie zu Hause. Sie haben gerade gehört, dass 8% keine Kunst sind. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie mit Ihren Geldanlagen in den letzten Jahren 8% Rendite oder mehr erzielt? Ich bin mir fast sicher, was für eine Antwort kommt. Bitte einfach reinschreiben und Moment, ich muss kurz gucken, wo wir sind. Ah ja, genau. Wir nähern uns langsam an. Also ich könnte heute noch jede beliebige Summe in ein ETF-Vermögen investieren und im Grunde genommen in aller Gelassenheit 8% jährlich auf mein Konto überweisen lassen. Ich nehme 10.000, nehme die 8% und meine 10.000 bleiben 10.000. Genau, das ist natürlich eine... Die Kursgewinne gleichen alles wieder aus. Oder noch einfacher, Ihr Sofort-Aktien-Rente-Modell sieht vor, dass ich mir die 8% auszahlen lasse. Und ich meine, da gibt es ja nur Vorteile, oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer? Nein, sind aus meiner Sicht komplett auf dem richtigen Dampfer. Also das kritische Gegenargument, das man normalerweise hört, also ich würde dieses Modell, ich gehe gleich nochmal ein bisschen ins Detail, aber dieses Modell würde ich absolut jedem Menschen anempfehlen, der ein bisschen Geld übrig hat. Also und einen monatlich daraus Geld haben möchte, weil ich mir relativ sicher bin, also nach allem menschlichen Ermessen, dass Ihr Geld, wie Sie es beschrieben haben, in dem Sinne sicher ist, dass es nicht verschwindet, weil zum Beispiel Kursverluste Ihr Vermögen da vernichten. Die Kursverluste wird es geben. Es wird aber auch Kursgewinne geben, aus, wie gesagt, logischen Gründen, weil die Unternehmen, die dahinter stehen, müssen Geld verdienen. Wenn diese Unternehmen kein Geld verdienen, werden sie irgendwann aus dem Markt geworfen. Erstmal werden die Manager rausgeschmissen und im nächsten Schritt werden dann die Unternehmen irgendwann einfach vom Markt verschwinden. Das heißt, die stehen unter Druck, Geld zu verdienen. Ob das eine Münchner Rück ist, eine Allianz, ob das die Telekom ist, was auch immer, die müssen alle Geld verdienen. Das werden die auch tun und wie gesagt, die Unternehmenswerte steigen und die Aktienkurse folgen über einen längeren Zeitraum dem ganzen innewohnenden Zwang. Es ist anders nicht möglich und auch historisch sichtbar. Also in dem Sinne ist das Ganze garantiert. Was Sie gefragt haben, ist das Ganze für eine Erbschaft tauglich, die man nicht entgegennimmt, sondern selber geben möchte. Das ist sogar ein wunderbares Modell. Wenn Sie es geschafft haben oder hätten, einen bestimmten Betrag anzusammeln und zu sagen, Sie möchten von dem Betrag jetzt leben, aber das Geld dann am Ende ihren Erben weiter erreichen, ist dieses Modell geradezu ideal, weil sie natürlich genau ausrechnen können, wie können sie in jedem Monat sich auszahlen lassen, um dann am Ende ihren Erben diesen Betrag dennoch weiterreichen zu können. Also einfacher geht es tatsächlich nicht. Sie können umgekehrt, wenn sie Erbe sind nochmal, die meisten Erben oder viele, die etwas erben, wissen nicht so richtig, was sie damit tun sollen. Die bekommen irgendeinen Betrag, das ist ja schon ein Konto oder ein kleines Häuschen, irgendwas in der Art, haben einen bestimmten Betrag und ehrlich gesagt, aus meinem privaten Umfeld und aus vielen verschiedenen Gesprächen, die ich so geführt habe, glaube ich zu wissen, dass die Hälfte solcher Erbschaften einfach verbraten wird, weil die Leute nicht wissen, was sie damit tun sollen. Das sage ich ein bisschen zynisch natürlich, aber dann kauft man sich vielleicht ein schöneres Auto oder ein Enkel bekommt auch nochmal das Auto etwas früher oder was, also was auch immer. Ich kann das ja auch verstehen, dann werden bestimmte Wünsche recht schnell erfüllt. Liegt aber eigentlich daran, dass die Menschen nicht so richtig wissen, was sie damit tun sollen, mit diesem neu erworbenen Reichtum. Was sie damit aber machen können, ganz einfach ist, nehmen sie das Erbe entgegen, legen sie es nach dieser Art und Weise an und verwenden sie daraus zum Beispiel eine solche Rente. Sie können ja meinetwegen, also ich denke mir jetzt wirklich beliebige Beispiele, also Sie können ja ein Enkel oder ein Kind oder sowas, das gerade studieren möchte, mit einem bestimmten Betrag versorgen, ganz einfach. Sie nehmen 50.000 Euro, die Sie geerbt haben, beziehen daraus pro Jahr irgendwas, 4.000, 5.000 Euro,
zahlen diesem Kind 400 Euro zusätzlich daraus aus im Monat und haben selbst damit nichts zu tun. Das wäre eine ideale Verwendung einer Erbschaft, cool, über die sich derjenige, der vererbt, auch noch freuen würde. So, wenn Sie Ihr Haus, wir hatten es vorhin, wenn Sie Ihr Haus verkaufen wollen, weil Sie vielleicht eine kleinere Wohnung ziehen, dann können Sie Ihre kommende Miete und Ihren Lebensunterhalt in aller Regel aus solchen Modellen finanzieren. Sie können Lebensversicherungen verwenden. Sie können auch, ich habe ganz viele Leserinnen und Leser, die selbstständig sind, die Freiberufler sind zum Beispiel. Die haben normalerweise Probleme damit, sich vorzustellen, wie sie sich für später vorsorgen. Dann gibt es irgendwelche Verträge, die man abgeschlossen hat, sagen wir mal, das ist aller Ehren wert. Mhm. Aber die werden dann am Ende doch nur mit 2 oder 3% verzinst, genau, ja, und sind dann gebunden an irgendwelche Dinge. Sie dürfen nicht vorzeitig versterben, all solche Sachen, ist Geld plötzlich weg. Also was auch immer, es gibt alle möglichen Nebenbedingungen, die nicht besonders schön sind, aber alternativlos wirken. Sie müssen halt irgendwas machen. Nun schlage ich Ihnen aber vor, wenn Sie selbstständiger Freiberufler sind und etwas Geld hätten, dann nehmen Sie es einfach und bauen sich Ihre eigene Aktienrente zusammen. Also, das muss ja auch, das kann ja auch eine Zusatzrente sein. Wie auch immer, Sie können plötzlich für diesen Teil Ihres Vermögens, den Sie dann und dann brauchen, können Sie eine deutlich höhere Rendite erzielen, ohne immense Risiken einzugehen und ohne das Geld mit irgendjemandem teilen zu müssen, der zum Beispiel hohe Gebühren kassiert, was auch immer. Also ist es geradezu ideal. Ich habe einen guten Bekannten, der folgt Ihnen seit Jahren. Der hat 50.000 Euro wirklich geerbt bekommen oder vererbt bekommen von der Oma, hat das genauso gemacht, wie Sie es machen. Und wissen Sie, was er mit dem Geld macht, das er monatlich ausbezahlt bekommt? Er bezahlt sein Auto damit. Und ja, hat immer noch die 50.000 Euro bleiben und er hat seine 400 Euro Leasingrate ist bezahlt und das ist genial. Und er sagt, wenn das so weiterläuft, hat sich jetzt schon amortisiert. Ja. Und Sie haben im Vorfeld etwas Interessantes gesagt, da musste ich sehr lachen. Und das fand ich super. Wäre ich Sozialminister, sagten Sie, und nicht Wirtschaftspublizist, würde ich wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, damit jeder Mensch mit jedem Betrag mit Durchschnitt 8% verrenten könnte. Denn unser jetziges Rentensystem ist ja eigentlich ein Schneeballsystem, oder? Wenn hinten immer weniger einzahlen, muss ja die Pyramide irgendwann zusammenbrechen. Ja, naja, die Pyramide ist quasi schon zusammengebrochen. Also, sagen wir mal, da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Die Rentenversicherung, also die Rentenversicherung wird hier im Moment, die staatliche Rentenversicherung wird gestützt von Steuergeldern. Nun sagen natürlich diejenigen, die eingezahlt haben, zu Recht, sie haben ja eingezahlt und dann Anrecht auf dieses Geld. Das ist jetzt keine Bittstellerei. Das ist auch nicht meine Art, jetzt sozusagen darüber zu meckern, dass da noch Steuergelder reinfließen. Aber ersichtlich wird das in 10 Jahren so nicht mehr funktionieren, in 20 Jahren erst recht nicht. Also sie müssen irgendwas tun. Was hat die Politik gemacht? Der Herr Lindner hat sich hingestellt und irgendein kurioses Aktienrentenmodell jetzt in die Welt geworfen. Also der wird der Staat am Ende irgendwie so eine Art Halbfonds auflegen, betreut von irgendwelchen, von irgendwelchen Gremien. Und sie werden dann da noch Garantiesummen eingezogen, dass keine größeren Verluste entstehen dürfen etc. pp. Diese Garantie. Grenzen, die eingezogen werden, verhindern aber im Grunde genommen das, was sie an Rendite überhaupt erwirtschaften können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine nette Idee, die aus der Politik kommt, immerhin. Das Wort Aktienrente überhaupt mal zu benutzen. Aber das, was damit gemeint ist, hat mit dem, was wir hier diskutieren, gar nichts zu tun. Sie sind weiterhin, wenn Sie zum Beispiel in der staatlichen Rentenversicherung sind oder in der gesetzlichen Rentenversicherung vielmehr, sind Sie weiterhin im Grunde genommen auch auf die Politik angewiesen. Also das ist ein zweiter Gedanke, der mich hier bei solchen Modellen auch verfolgt, dass ich es ungern habe, völlig parteiunabhängig. Ich will überhaupt keine Partei jetzt irgendwie beschimpfen auf diese Art und Weise, aber ich habe es nicht gern, dass irgendwelche Politiker in 2, 3 Jahren die Rahmenbedingungen festlegen, zu denen ich demnächst leben darf. Also die Rente wird erhöht, wird nicht erhöht. Sie müssen länger arbeiten, bevor Sie Rente beziehen, oder Sie dürfen irgendwelche Teilzeitjobs machen oder nicht, oder was auch immer. Sozusagen die Rahmenbedingungen ändern sich permanent. Und die Vorstellung, dass ich irgendwann hier sitze und hoffen muss, dass die Bedingungen nicht mal wieder geändert werden, die Vorstellung ist mir fremd. So, und deswegen plädiere ich dafür, jeden Menschen in die Lage zu versetzen, zumindest was die Vorgehensweise betrifft, sich so gut wie möglich auch um eine eigene Aktienrente bemühen zu können. Weil ich glaube, langfristig funktioniert dieses Modell
Sehr gut. Nun weiß ich nicht, jeder hat gleich viel Geld. Ich will die Welt auch nicht schöner reden, als sie ist. Aber sie können aus dem, was sie haben oder mal einmalig bekommen, wirklich möglichst viel rausholen. Das ist der Punkt. Ja, und Politiker sind ja mal zeitlich nur gewählt. Also wir sprechen von Herrn Blüm, die Rente ist sicher. Wer redet noch von Rürup? Wer redet noch von Riester? Ja, okay. Und da haben Sie recht. Und Herr Lindner hat ja auch das Sondervermögen erfunden. Ich bin dann auch mal zur Bank gegangen und habe gefragt, kann ich bitte Sondervermögen haben? Dann haben die gelacht, weil ich war wohl nicht der Einzige, der gefragt hat. Ich habe jetzt mal verstanden und wiederhole alles zusammengefasst. Sie würden jedem Menschen empfehlen, sein Geld oder das Geld aus einem Hausverkauf und so weiter zu nehmen und in Aktien-ETF zu investieren. Das Geld lässt sich dann in monatlichen Zahlungen monetarisieren, ja, mit ungefähr 8%, die ich rechnerisch entnehmen darf. Ja. Aber jetzt sind wir sind ja in Deutschland. Fallen denn da keine Gebühren an? Der Herr Lindner steht doch schon hinten und ja. Ja gut, da haben Sie recht. Also das genau ist ein bisschen, also ich würde es ein bisschen vereinfachen. Also der Lindner steht auch dabei, da haben Sie recht. Ja. Also sie gibt ja zwei, es gibt zwei Kassierer in dem Spiel. Das ist zum einen die Bank und das ist natürlich zum anderen auch der Staat. Ich will nicht verschweigen, dass beide hier auch ihr Händchen aufhalten, aber letztlich minimal. Also die Gebühren, die Sie zahlen müssen für solche ETFs zum Beispiel, die sind, wenn Sie die richtigen aussuchen, es gibt viele richtige, also das ist jetzt auch kein wahnsinniges Spezialwissen, das Geheimwissen, das Sie in einem ETF finden können. Es gibt viele ETFs, die sehr günstig sind. Diese Auszahlpläne, diese Technik, dass eben eine Bank monatlich Anteile verkauft, die ist auch sehr günstig. Diese Dienstleistung kostet also wirklich winzigste Geldmengen. Ja, sehr gut. Das heißt, diese Gebühren können Sie vernachlässigen. In der Tat kassiert aber wie immer der Staat mit. Aber der Staat kassiert nur für das, was wirklich verkauft wird. Das heißt, diese monatliche Rente, von der wir sprachen jetzt, die ist tatsächlich steuerpflichtig. Der Staat kassiert bei allem am Aktien, am Finanzmarkt mit. Aber der große Teil des Geldes, das Sie investiert haben, bleibt unversteuert und arbeitet einfach immer weiter. Wenn Sie die Steuerbelastung auf das gesamte Vermögen irgendwann ausrechnen, ich habe das mal, es gibt verschiedene Ansatzmöglichkeiten, um das mal auszurechnen, die Gesamtbelastung sehe ich bei ungefähr 10-15% an Steuern, die Sie am Ende bezahlt haben auf die Erträge. Das ist sehr ärgerlich, ist aber in Deutschland quasi nicht zu verhindern. Das ist, wie soll man sagen, das ist eben so. Also, so ist es bei uns. Also am Ende müssen Sie auch, wenn Sie nicht gerade frühzeitig Lebensversicherung abgeschlossen haben, vor vielen Jahren müssen Sie auf Lebensversicherungserträge Geld zahlen, Steuern zahlen. Sie müssen inzwischen teilweise auf Rentensteuern zahlen und so weiter. Sie müssen ohnehin auf alles, was Sie für die Vorsorge tun, müssen Sie Steuern zahlen. Und selbst in diesem Punkt ist dieses Modell vergleichsweise günstig. Ja, es wird ja auch oft vergessen, dass man zum Beispiel Lebensversicherungen sind ja eigentlich auch teuer bezahlt. Die ersten drei, vier Jahre zahlt man ja quasi nur für die Versicherung. Absolut. Ja, für den Vertrieb. Sie zahlen dem Verkäufer, Sie drücken ihm quasi Geld in die Hand. Also dafür, dass er Ihnen die Sachen verkauft. Sozusagen ist es auch ausgewiesen in den Gebührentabellen. Weil Sie sehen, also es ist eigentlich ein irres Geschäft. Also irre, dass es noch funktioniert. Oder funktionierte, sagen wir mal, über so lange Jahre. Ja, und der Fiskus ist überall dabei, ist einer meiner Lieblingswitze. Es gibt ein neues Steuergesetz, das wird ganz einfach. Das Finanzamt schreibt Sie an, wie viel haben Sie verdient in diesem Jahr? Bitte überweisen Sie uns diesen Betrag. Soweit ist es zum Glück noch nicht. Naja. Okay. Yes. Also da wäre sozusagen bei der Gelegenheit, muss ich nochmal einhaken, bei der Gelegenheit ist einer der Vorteile auch dieses Modells, wenn Sie, weil ich öfter gefragt und gesagt habe, ich möchte es niemandem empfehlen oder irgendwas, wenn Sie aber auf die Idee kämen, das ist mir alles zu viel, die Sozialversicherung ist zu viel, die Steuer ist viel zu hoch und so weiter, außerdem ist das Wetter zu schlecht, Sie wollen auswandern. Diese Art von Vermögen ist wesentlich mobiler als die Immobilie, auf der man hockt, um es mal klar zu sagen. Das Konto können Sie von jedem Punkt der Welt aus bedienen oder meinetwegen auch ein anderes Konto, also ein Konto bei einer anderen Bank eröffnen, wie auch immer Sie es machen wollen. Das ist einfach mobiles Vermögen. Das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Ja, weil gerade die Immobilien sind ja momentan so ein bisschen am 1.1.24 und momentan sind sie ein bisschen im Sinken, selbst in guten Lagen und so weiter. Und immobil, also vom Staat her leicht zu versteuern. Der Punkt ist auch nochmal interessant, weil Sie gerade sagten, 1.1.24 und so weiter, die ganze Grundsteuergeschichte.
Nun haben Sie ja als jemand, der sozusagen Geld, also Sie haben ja als Immobilieneigentümer, ich bin gar nicht gegen Immobilien, um es mal auch klar zu sagen. Ich selber bin auch Eigentümer einer Immobilie und vermiete auch eine Immobilie. Aber das ist, sagen wir mal, auch eine Fehlinvestition gewesen, aus einem einfachen Grund, den viele Leute kennen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wenn Sie Geld anlegen auf dem Konto, in dieser Art Auszahlplan, niemand wird Sie anrufen, das Geld wird es nicht anrufen. Meine Mieter rufen mich permanent an, tatsächlich, also weil dies oder jenes nicht funktioniert. Was auch Ihr gutes Recht ist, es sei Ihnen herzlich gegönnt, also alles in Ordnung, das habe ich aber unterschätzt. Also als Einzelner, als Mensch, der sich um solch eine zu vermietende Immobilie kümmern muss, bin ich in dem Sinne falsch, als ich auch schlecht bezahlt werde dafür. Die Mietrendite ist nicht so, wie ich sie vielleicht gerne hätte, aber das ist ja vielleicht auch meinem eigenen Ungeschick zu schreiben. Das Problem ist aber meine ganze Arbeitszeit, die ich noch reinstecke. Das kommt um nicht dazu. Zu wie auch immer, das können auch, also es gibt Fachleute, die können sowas sehr gut, aber das ist noch ein kleiner Vorteil eines solchen Plans. Sie haben damit einfach, zumal wenn Sie älter sein sollten, nichts mehr zu tun. Also ich kann ganz schnell zack umschwenken, das ist gut. Die Frage, die wir gestellt haben, interessant, die Zuschauer wissen um die Renditechancen der Wertpapiere. 66% haben in den letzten Jahren 8% oder mehr Rendite erzielt. Baum. 33% leider nicht, aber das werden wir auch noch ändern. Passen wir nochmal zusammen, Herr Kipp. Sie würden also jedem Menschen guten Gewissens empfehlen, einen solchen ETF-Auszahlplan bei seiner oder ihrer Bank anzulegen. Und das haben wir gerade gelernt, das geht überall auf diesem Planeten. Das geht im Wesentlichen überall auf diesem Planeten. Also nun kann ich nicht für alle Banken also meine Hand ins Feuer legen, weil ich kenne schon viele Banken berufsbedingt, aber ich kenne nun auch nicht alle Banken. Aber die großen Banken, mit denen Sie zu tun haben, also die Hausbank, die Filialbank vor Ort, wird das anbieten. Und natürlich werden das auch alle klassischen Online-Banken anbieten. Also das ist relativ von der Sprachregelung relativ einfach. Sie kaufen einen ETF und irgendjemandem bei der Bank müssen Sie sagen, Sie möchten einen Auszahlplan abschließen darauf. Also wie auch immer das unter welchem Button bei der jeweiligen Bank versteckt ist, das ist nicht so schwierig zu finden. Also auch auf diesen Orderformularen. Das geht, das ist nicht komplex, so etwas einzurichten. Also ich sage zur Bank, Auszahlplan, habe ein bisschen Erbe und es spielt keine Rolle, ob ich ein Student bin, Unternehmer bin, ob ich alleinstehend bin, 10 Kinder habe, spielt keine Rolle. Das ist ein wichtiger und richtiger Punkt. Es kann jeder machen, also jeder, der ein Konto eröffnen kann, also ein Depotkonto dieser Art, also ein ganz normales Depotkonto eröffnen kann, kann das tun, ohne Voraussetzung, auch ohne Prüfung von Voraussetzungen. Nun wird es so sein, das sollte ich an dieser Stelle tatsächlich erwähnen, dass jede Bank, wenn sie gut arbeitet, versuchen wird, sie davon abzubringen, wenn sie mit der Bank sprechen. Mhm. Warum? Nicht, weil das böse Menschen sind, sondern weil die einfach einen Job haben, eigene Vorsorgeprodukte zu verkaufen. Richtig. Das ist auch in Ordnung so. Das ist halt deren Job. Aber deshalb werden sie ihnen sagen müssen, ist das nicht etwas zu riskant? Ist das geeignet? Ich habe hier was viel Schöneres für Sie. Das wird passieren und ich möchte fast pauschal sagen, nein, fangen Sie dieses Gespräch gar nicht erst an. Also nicht, weil Ihnen gegenüber ein Verbrecher sitzt, sondern einfach, weil das Produkt, das man Ihnen anbieten wird, bei weitem nicht dieselben Renditen abwirft und, was fast noch schlimmer ist, an diverse Nebenbedingungen, zum Beispiel was die Kündigung betrifft etc., gebunden ist, die Sie dann auch im entsprechenden Fall nicht mehr loswerden können. Wie gesagt, so ein Auszahlplan, wie ich ihn vorgeschlagen habe, den können Sie jederzeit beenden, den können Sie pausieren lassen, was auch immer Sie damit veranstalten. Also Sie können machen, was Sie wollen, jederzeit. Ich muss ein bisschen lachen. Ich wurde Anfang des Jahres angerufen von meinem Banker, junger Mann, toll, konnte super reden am Telefon, alles drum und dran. Herr Blum, wir müssen uns treffen und sonstiges. Und dachte ich, komm, jetzt ziehst du mal den Joker und sag ETF-Auszahlplan. Da wurde er, ich werde mich nochmal bei Ihnen melden, Herr Blum. Und ja, wir haben telefoniert am 3.1. Okay, die Meldung kam bis jetzt noch nicht. Ja. Ich bin gespannt, was er sich hier einfallen lässt. Mhm. Ich glaube, er war ein bisschen überfordert. Das war aber ein 100%iger Volltreffer. Ja. Aber Herr Kipp, nun muss man es auch mal so sehen, dass jemand als Unternehmer hart zurzeit um die Existenz kämpfen muss. Das hört man immer mehr von allen Seiten. Und nicht jeder hat mal eben, ich sage jetzt mal, nimm eine fiktive Zahl, 300.000 Euro, um die in den ETF-Auszahlplan zu stecken. Muss man als Unternehmer, muss dieser Unternehmer irgendwas anders machen, als ich jetzt als Normalsterblicher eine Erbe bekommen hat? Ja, also wenn Sie ein Unternehmer sind, also das, was hinten rauskommt,
Hängt natürlich von dem ab, was Sie vorne investieren können. Also wenn Sie Unternehmer sind, um es mal klar zu formulieren und absehen, dass Sie kein vernünftiges Vorsorgemodell haben, aber im Moment noch nicht aus Ihrem Berufsleben ausscheiden wollen, dann sollten Sie schon viel dafür tun, um dieses Vermögen auch anzusammeln. Das heißt, normalerweise werden Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler etc. pp. Werden, wie gesagt, diese Vorsorgeverträge abschließen irgendwo. Ich persönlich würde, das ist jetzt keine individuelle Beratung, weil ich das gar nicht kann, weil das auch von der Lebenssituation natürlich dann abhängt, aber ich würde dazu tendieren, dass man sich frühzeitig darum kümmert, in ETFs zu investieren, auch um Vermögen aufzubauen und dann, wenn es denn dann soweit ist, eben einen entsprechenden Entnahmeplan zu machen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, ich habe auch ganz viele bei meinen Leserinnen und Lesern, zum Beispiel Zahnärzte, ist ein klassisches Beispiel, die haben in jungen Jahren das Problem, dass sie die Praxis für sehr viel Geld aufkaufen müssen. Also die müssen die Ausstattung kaufen, müssen die Kundenkartei kaufen etc. pp. Das heißt, in den ersten Jahren ist da meistens noch nicht viel möglich, aber irgendwann ist dann halt der ganze Krempel bezahlt. Sagen wir mal, die Leute seien 50, 52, 53, irgendwas. Spätestens dann hat man noch gut sicher 10 Jahre Zeit, um vernünftiges Vermögen aufzubauen dieser Art. Natürlich ist auch die Praxis Geld wert, aber ich würde darüber hinaus tatsächlich auch in ETFs investieren, um Vermögen aufzubauen, also zumindest in ETFs investieren, Vermögen aufzubauen. Und das Vermögen, das zum Beispiel aus einem Praxisverkauf später noch erlöst wird, würde ich tatsächlich auch weitgehend in ETFs investieren. Also um dann einen Auszahlplan entsprechend zu machen. Ich habe es nur ein Beispiel dieser Art genommen. Wenn jemand Grafiker ist und naturgemäß weniger verdient, mit in dieser Branche wird halt weniger Geld verdient, muss man dennoch dasselbe Prinzip anwenden. Also bauen Sie Vermögen, sparen Sie so viel wie möglich davon, zahlen Sie es eher ein in ETF-Sparpläne, um nachher einen Auszahlplan zu haben, der eben etwas mehr abwirft. Die Risiken, die scheinbar entstehen können, auf die andere Leute Sie hinweisen werden, die Risiken halte ich über einen längeren Zeitraum hinweg tatsächlich für sehr gut handhabbar. Die Aktienmärkte gewähren diese Renditen, wie wir sie diskutiert haben. Also das ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist kein dummer Spruch, sondern wie gesagt, es ist historisch einfach nachweisbar. Und Sie haben die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel den Grafiker ansprechen darf, Sie haben die Möglichkeit, wenn sich Ihre Situation ändert, wie gesagt, jederzeit auch bei einem Vermögensaufbau, bei so einem ETF-Sparplan, dieses Modell zu beenden, auszusetzen oder zu modifizieren, dass Sie mehr einzahlen oder weniger, was auch immer. Sie sind also so flexibel wie möglich. Und es zahlt sich aus. Wenn Sie einen Vorsorgevertrag haben, der nur so 2% abwirft im Jahr, dann werden Sie damit noch nicht einmal die Inflationsrate abdecken. Das ist aktuell so und es wird auch in den kommenden Jahren so bleiben. Das heißt, Sie vernichten Monat für Monat Geld, wenn Sie sich so auf Ihre Rente vorbereiten wollen. Wenn Sie in ETFs investieren, dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie sozusagen deutlich mehr verdienen. Das ist auch exponentiell mehr. Es wird viel mehr. Es wird nicht nur linear mehr, sondern es wird viel mehr. So, um Ihre Frage damit vielleicht zu beantworten, selbst wenn Sie Unternehmer sind und nicht über ein derartiges Vermögen verfügen, fangen Sie frühzeitig an, auf diesen Auszahlplan hinzuarbeiten und nehmen Sie, auch wenn Sie wenig haben, auch das Wenige und machen daraus einen Auszahlplan. Es lohnt sich also immer. Sie haben nur leider, das kann ich Ihnen nicht abnehmen, weniger als diejenigen, die eben zwei teure Praxis-Karteikästen verkaufen können. Das stimmt. Jetzt mal, Wahnsinn, ich gucke gerade, ich bin gerade bei Dr. Google, es gab da früher Sparbuch. Kann man das eigentlich noch Sparbuch nennen? 10% Inflation, 1% Zinsen. Das heißt, ich verliere pro Jahr 9%. Fiktiv umgerechnet habe ich in 10 Jahren quasi die ganze Anlage verloren, wenn man das mal so gegenrechnet. Und dann ist Ihre Rechnung, muss man gar nicht weiter erklären. Das müsste eigentlich jeder Minister laut herausrufen. Ja, das ist also zum einen Sparbuch. Das Thema Sparbuch ist traurig natürlich. Also das Sparbuch hat ja noch andere Nachteile. Sie können das Sparbuch gar nicht so schnell plündern, wie Sie es vielleicht auch mal benötigen. Also das ist ja eben so. Das Leben hat unterschiedliche Seiten und da muss man auch mal schnell an seine eigenen Vermögensbestandteile ran. Und da ist ein solcher Plan, ein solches ETF-Vermögen, können Sie, wie gesagt, flexibel auch jederzeit benutzen.
Sie müssen sich nicht an irgendwelche Kündigungsfristen halten etc. pp. Und das ist beim Sparbuch ja ein weiterer Nachteil. Also, dass Sie da irgendwelche, bevor Sie Sparbuch auflösen können, müssen Sie erst irgendwie, was ich, irgendwo 3 Monate warten oder irgendwas in dieser Art. Das heißt also, Sie sind gebunden an Bedingungen, an die Sie sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern können. Und das Kapital ist extrem schlecht verzinst. Also ist es in jeder Weise eigentlich eine Katastrophe. So, es ist sogar so schlecht, dass viele Sparbücher, also wenn ich es mal so sage, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, der Sparbücher hat, aber es ist sogar so schlecht, dass viele, die Sparbücher haben, ja, wenn sie dann, oder andersrum, dass viele Sparbücher, die existieren, werden ja nach dem Ableben der Kontenbesitzer, der Sparbuchbesitzer, teilweise gar nicht mehr gefunden. Weil sozusagen nirgendwo dokumentiert ist, dass es sowas überhaupt noch gibt irgendwo. Dann liegt das irgendwo rum und es gibt auch quasi niemanden, der sich bei Ihnen meldet, ist einfach weg, das Geld. Das heißt, diese Sachen haben ohnehin, leben jetzt, also führen ohnehin ein Schattendasein im Moment. Also das ist eine Sparform, die ich, sagen wir mal, die ich sogar, wenn ich denn könnte, wie ich wollte, gesetzlich zu Grabe tragen würde. Wenn ich nicht so liberal wäre und sage, jeder kann natürlich machen, was er will, aber das ist wirklich nicht mehr angeraten. Das ist ja klar. Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Nach dem Tod meiner Großmutter, 9 Jahre später, hat mein Vater ein Sparbuch auf einer Bank gefunden. Und zwar ein harter Fight, dass er das Geld überhaupt bekommen hat, weil es ja schon 9 Jahre her wäre. Er hätte das innerhalb von 3 Jahren machen müssen. Aber es ist eine andere Geschichte. Das ist eine Frage an Sie zu Hause. Hat Sie das Modell Aktienrente so überzeugt, dass Sie es auch bei Ihren Kindern, Ihren Enkeln empfehlen würden? A, ja. B, nein. Oder C, habe ich schon längst gemacht. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Jetzt bin ich gespannt. Also, ich sehe, meine Nägel brennen schon. Ich muss das fragen. In welchen ETF und auf welche Indizes sollten die Menschen denn heute noch investieren? Mhm. Oder gibt es Unterschiede für Unternehmer, Erben, Versicherte, Sparer, jung oder alt? Ja, die Frage ist ja berechtigt, die Frage ist sehr interessant. Nun wird es an dieser Stelle natürlich gerne, also es wird nicht einen konkreten ETF geben, weil ich das auch gar nicht darf, weil ich natürlich Ihre Lebenssituation nicht einschätzen kann oder die von den Zuschauern und Zuschauern etc. pp. Das ist jetzt eine Art von allgemeiner Antwort, aber also das wird eine mehrstufige Antwort. Ganz allgemein halte ich persönlich den, also erstmal würde ich ohnehin versuchen, in mehrere ETFs zu investieren, allein schon aus Sicherheitsgründen. Warum aus Sicherheitsgründen? Sie wissen zum Beispiel nicht, was in Deutschland noch alles passiert, welche politischen Entscheidungen hier getroffen werden, was auch immer. Wenn es mehr Unternehmen gibt, die wegen der Energieknappheit Deutschland verlassen werden, wird es vielleicht auch hier am Aktienmarkt noch ein paar Irritationen geben. Ja, was auch immer. Ich würde nicht nur in den DAX investieren, ich würde 3 verschiedene Indizes nehmen, sowas wie in den USA, S&P 500 oder Dow Jones. Ich würde sicher auch den DAX nehmen, der beliebteste, mit weitem Abstand beliebteste Index ist bei Anlegerinnen und Anlegern in Deutschland. Kann man also nicht ignorieren. Und dann würde ich vielleicht noch irgendeinen Dividenden-ETF nehmen. Also ich persönlich habe einige Informationsdienste, die ich betreue und habe auch einige Bücher geschrieben zum einem ähnlichen Thema, sagen wir mal. Da habe ich x ETFs aufgelistet und glaube, dass man die heute auch noch gut findet, sagen wir mal so. Also da gibt es, also wenn Sie weit genug, wenn Sie einigermaßen streuen, kaufen Sie 3 verschiedene und 3 verschiedenen Regionen. Das sind Indizes. Wenn Sie sich etwas mehr Zeit und Mühe nehmen dafür, dann können Sie dasselbe natürlich auch mit einzelnen Unternehmen machen. Der DAX zum Beispiel selbst ist nichts anderes als ein Sammelbecken für 40 verschiedene Unternehmen. Nun ist das Problem bei dem DAX, dass 20 Unternehmen davon schrecklich sind. Das sind sozusagen Underperformer. Das sind Unternehmen, die ich mir freiwillig zum Beispiel gar nicht ins Depot legen würde. Wenn Sie jetzt einen DAX-ETF kaufen, dann kaufen Sie die automatisch mit. Das ist nicht schlimm. Für alle. Wir reden ja von einer Gesamtrendite von zum Beispiel 8%. Das ist nicht schlimm. Wenn Sie aber ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Mühe investieren können, konzentrieren Sie sich besser sogar auf einzelne Unternehmen und wenden dasselbe Prinzip an. Nehmen Sie, was weiß ich, 5 oder 10 Unternehmen, investieren alles in diese Unternehmen und sorgen Sie Ihrer Bank gegenüber dafür, dass Sie regelmäßig Geld, also Ihrer Bank gegenüber dafür, dass Sie regelmäßig Geld genau daraus bekommen aus diesen Unternehmen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt die aus dem DAX, ein Rückversicherer, Münchner Rück, ohne die jetzt ausdrücklich jedem Menschen empfehlen zu wollen, nur um die Denkweise vielleicht zu illustrieren. Der Münchner Rück ist ein Rückversicherungsunternehmen, das
verdient Milliardenbeträge. So, das verliert teilweise in bestimmten Geschäftsjahren einen bestimmten Teil seiner Gewinne, wenn es Katastrophen gibt und so weiter. Dann wird immer gemeldet, gibt Katastrophen, Hurricanes in den USA, irgendwas. Das sind quasi, und die Katastrophen nehmen zu. Da ist man sich einig, wegen des Klimawandels etc. Dieser Rückversicherer wird daran immer mehr Geld verdienen. Man bräuchte Rückversicherer nicht, wenn die Schadenshöhen, nicht sozusagen Schadensgrößen nicht zunehmen würden. Diese Rückversicherer insgesamt werden in den nächsten Jahren noch mehr Geld verdienen als ohnehin schon. Das ist quasi ein todsicheres Geschäft. Bei der Münchner Rück führt das zum Beispiel dazu, dass sie nicht nur im Laufe der Jahre bis auf kleine Schwankungen hohe Gewinne erzielen innerhalb des Unternehmens. Ich rede nicht von Aktienkursgewinnen, dazu komme ich gleich, sondern auch, dass die hingehen und einen Teil ihrer Gewinne ausschütten als Dividende. Sie bekommen als Dividendenrendite, wenn Sie heute einsteigen, ungefähr 4%. Die Dividenden steigen aber Jahr für Jahr. Das heißt, die Hälfte dessen, was Sie mit diesen 8% haben wollen, bekommen Sie schon als Gewinnbeteiligungen automatisch ausgezahlt. Okay. Dieses Unternehmen ist allerdings so wertvoll, dass auch der Aktienkurs aus meiner Sicht über einen längeren Zeitraum mindestens das schafft, was der DAX ohnehin schafft, die 8% etc. pp. Wir können jetzt über verschiedene Zeiträume streiten, können 6% sein, 8%, ich behaupte mindestens 8%, können auch 10% pro Jahr sein, plus Dividenden. Sehr grob gerechnet, bei der Münchner Rück würde ich damit rechnen, dass sie zwischen 12-14% pro Jahr machen. Über einen längeren Zeitraum. Das kann ich Ihnen nicht für Mai 2023 versprechen und nicht für das gesamte Jahr 2023. Aber es ist ein Versicherung, das ist ein Geschäftsmodell, das todsicher ist. Ein Unternehmen, das seine Ausschüttungen Jahr für Jahr erhöht. Und da würde ich sagen, das ist ein idealer Rentenkonzern. Das ist genau das, was ich suche. Passt doch. Ist auch ein Unternehmen, das weltweit einen der, ich sage jetzt mal, im besten Leumund hat von allen. Absolut. Wenn es Schwierigkeiten gibt in Fragen und so weiter, dann könnten die Zuseher Sie auch gerne anschreiben. Ist das richtig? Also ich gehe mal davon, ja, selbstverständlich. Ja. Das bieten wir ja ohnehin an im Rahmen dieser Sendung. Und ich würde mich sogar sehr freuen, weil ich für dieses Modell eigentlich sehr werbe, weil ich sage, legen Sie so viel Geld wie möglich in Aktien, ETFs an, um das zu verrenten. Ich gehe davon aus, dass in einem solchen Interview wird natürlich nicht jedes Detail beantwortet werden können, etc. Aber das Modell, legen Sie so viel wie möglich, so lange wie möglich in Aktien, ETFs an und kassieren Sie daraus Rente oder eine monatliche Zahlung. Sie müssen es ja nicht Rente nennen, Sie können es auch als Beihilfe zum Studium begreifen. Kassieren Sie also regelmäßig Geld. Das halte ich für extrem spannend und würde mich freuen, wenn viele Menschen mitmachen. Ich halte es für falsch, dass das in Deutschland tatsächlich ein Schattendasein führt. Also das halte ich wirklich auch für, also es ist ein Vermögensvernichter. Ja, das ist in anderen Ländern anders, ja, selbst in Italien. Genau. Also in Italien ist mir etwas aufgefallen, in Italien zum Beispiel, bei uns werden immer die Aktienkurse genannt nach den Nachrichten, in Italien werden zum Beispiel auch die Goldkurse genannt zum Beispiel. Hm. Wie sieht es denn aus so mit Gold, Anleihen, Immobilien? Ja. Wie sieht es damit aus? Ja, also ich würde jetzt bezogen auf dieses Modell, ja, dass etwas monetarisiert werden soll, dass etwas zur Rente werden soll, würde ich kein Gold kaufen. Mhm. Also Gold, der Goldpreis, also ich halte Gold für eine sehr schöne Geldanlage, um, sagen wir zum Beispiel, ein bisschen Werterhalt zu betreiben. Also wenn man jetzt, okay, der Meinung ist, der Euro wird irgendwann zusammenbrechen oder, also sagen wir mal, insgesamt die ganze Welt geht unter, Gold funktioniert natürlich immer. Das heißt, also ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, Gold ist mir wichtig. Und ich kann auch jeden Menschen verstehen, der Goldmünzen kauft, das ist ja auch ein übliches Modell und man reicht es dann weiter an Kinder, an Enkel etc. Das kann ich verstehen und unterstützen, sagen, das können Sie machen mit einem Teil Ihres Unternehmens und würden meinen Beifall finden. Als Rentenmodell halte ich es für weniger geeignet, weil der Goldpreis wesentlich schlechter zu kalkulieren ist als diese Unternehmensgewinne. Also das Unternehmen Gold, der Warren Buffett hat das mal gesagt, Gold verdient eben kein Geld. Gold holt man raus aus der Erde, um es dann am Ende wieder in Safes zu verbuddeln. Das ist quasi, das hat keine weitere Funktion außer Schmuckfunktion. Das ist aber auch gut und wertvoll, aber als Rentenmodell aus meiner Sicht nicht geeignet. Immobilien, also als Rentenmodell sind Immobilien natürlich beliebt, auch immer in der Vorstellung, dass man später darin wohnen kann und so weiter, auch als Leibrente oder sowas irgendwie vereinbaren kann. Ich glaube, dass das, wenn man sich traut, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist,
dass es das Beste ist, wenn man tatsächlich hingeht und Immobilien am Ende verkauft und sagt, das Geld lege ich tatsächlich in Aktien und Aktien-ETFs an und verrente es auf diese Weise. Sie, wenn Sie Renditen alleine nur von, also wenn Sie auf diese Indizes setzen, nur von 8% im Jahr kommen, das werden Sie in der Vermietung bei weitem nicht schaffen. Also Sie haben eigentlich gar keinen, im Normalfall keine Chance, um auch nur annähernd an diese Sachen ranzukommen. Es sei denn, man fängt dann an, sich die Sachen schön zu rechnen, wie ich das auch gerne mache in der Immobilienvermietung. Da wird halt, naja gut, neue Heizungs-, das muss ich eh bezahlen, das ziehe ich mal so ein bisschen abgedanklich. Also irgendwas in der Art, das kann man sich natürlich schön rechnen, wenn man also wirklich spitz rechnet, wird es schwierig in der Vermietung auch nur annähernd an diese Renditen zu kommen, behaupte ich. Okay, und dann nochmal an Sie zu Hause, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte kräftig, vor allem, wenn Sie dann ausgewiesene, fachkompetente Antworten bekommen. Abschließend noch eine Frage, die darüber hinausgeht. Ich denke da an junge Menschen, die heute noch nicht so viel Geld investieren können und bisher kein Erbe erhalten haben und daraus sofort eine Rente beziehen zu können. Natürlich wollen aber auch die Jüngeren eines Tages 8, 10, 12% als Rente ohne Vermögensverlust erhalten. Lohnt es sich denn, wenn man auch in kleinste Beträge schon investiert? Ja, jeder Cent lohnt. Also jeder Cent, den Sie heute ausgeben, den werden Sie später sozusagen teuer bereuen. Also wenn Sie nur die Indizes, die machen 8%. Das habe ich, damit habe ich versucht zu werben. Ich glaube, dass man mit guten Aktien, wenn man sich ein bisschen bemüht, sagen wir mal, auch gut und gerne 10% pro Jahr verdienen kann. Also man kann auch mehr verdienen, aber ich glaube, 10% sind über einen längeren Zeitraum pro Jahr ohne besondere, nennenswerte oder schlimme Risiken erzielbar. Und jetzt eine kleine Rechnung. Wenn Sie 10% Rendite schaffen, das als Appell an jüngere Leute, an Leute, die jüngere Leute kennen, dann haben Sie nach 7 Jahren rechnerisch eine Kapitalverdopplung. Das bedeutet, nach 14 Jahren haben Sie das verdoppelte Kapital erneut verdoppelt. Das heißt, das ist eine Vervierfachung. Nach 21 Jahren haben Sie das, was Sie bis dahin verdoppelt haben, noch einmal verdoppelt. Das heißt, nach 21 Jahren haben Sie eine Verachtfachung bei 10% Rendite. Jetzt packen Sie nochmal 7% sieben Jahre drauf und dann höre ich auf zu rechnen. Dann sind Sie bei 28 Jahren, dann haben Sie eine Versechzehnfachung dessen, was Sie eingesetzt haben. Jetzt sprechen wir von jungen Leuten. Also jung ist natürlich ein weiter Begriff. Das können 3-Jährige sein, das können auch 23-Jährige sein. Für jeden dieser Menschen lohnt es sich, in Aktien oder Aktien-ETFs zu investieren, wenn Sie überlegen, zum Beispiel nach 28 Jahren, haben Sie eine Versechzehnfachung des eingesetzten Kapitals und können relativ wenig falsch machen. Also es müsste schon die Welt, wie wir sie kennen, untergehen, weil wir in einer Marktwirtschaft von Unternehmen sprechen, die Geld verdienen müssen. Das muss man sich mal wieder in Erinnerung rufen. Das sind keine Zockereien, sondern Sie sind beteiligt an Unternehmen, die nur überleben, wenn sie Geld verdienen, wenn sie Gewinne erwirtschaften. So, also das ist keine Zockerei. Sie können relativ bequem, wenn ich nochmal tauschen könnte, wenn ich nochmal 15 sein dürfte oder so, dann würde ich bei meinen Verwandten Geld einsammeln und sagen, bitte auch schon mal die nächsten Jahre Geburtstage sozusagen mit einzahlen hier in diesen Topf. Und dann würde ich mir alles nehmen und einfach in den Topf zahlen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, also gerade bei jungen Leuten, alles, was sie irgendwie erübrigen können, ohne den Spaß am Leben zu verlieren, investieren Sie in Aktien und Aktien-ETFs, aber nicht in Zockereien. Also ich rede hier nicht von diesen Spielcasino-Aktien, die übrigens die Mehrheit darstellen, sondern ich rede von echten Unternehmen. Okay, also auch wichtig für alle Großeltern, Eltern und Sonstiges, am besten so investieren ist sinniger. Lieber jeden Monat 100 Euro in den ETF geben, als 100 Euro zum Essen weggehen, spenden oder sowas. Ja, oder Sie teilen es auf, 50 Euro essen gehen und 50 Euro in den ETF investieren. Ja, also ich würde jetzt, Sie bekommen ja, wenn Sie jetzt Kinder haben oder, also wenn Sie Kinder haben, bekommen Sie Kindergeld. Selbst da kann man überlegen, ob man nicht das Kindergeld mindestens teilweise eben investiert. Wenn Sie jetzt anfangen würden, zum Beispiel, wenn das Kind, sagen wir mal, 1 bis 3 Jahre alt ist und Sie denken, das Kind wird bestimmt mal irgendwann studieren und braucht dafür Geld, können Sie mit kleinen Beträgen heute bereits leicht und locker vorsorgen und müssen sich dann später in keiner Weise darum kümmern. Wir haben viele Fragen heute reinbekommen und die wollen wir beantworten, wenn wir schon mal so eine Koryphäe da haben. Also beginne ich mit der ersten Frage. Klar, 10% Inflation.
Und 8% liegen ja darunter. Also das wäre jetzt absolut, ist absolut richtig. Ja. Ja, also meine Antwort ist, da verweise ich an die Wissenschaft, das macht man in diesen Jahren ja so gerne. Es gibt einen großartigen Vermögensverwalter, der heißt Gerd Kommer. Der hat einen, ich nenne es mal, ich kenne den Mann nicht persönlich, aber ich nehme mal den Begriff populärwissenschaftliches Buch geschrieben, weil er selber eine Dissertation darüber verfasst hat. Der hat sich mit Nachinflationsraten beschäftigt. Das heißt also, der hat diese Rendite, von der ich spreche, 7-9%. Das ist eine Nachinflationsrate historisch. Das gelingt nicht in jedem Jahr. Nochmal, die Börsen spinnen in Anführungszeichen. Also die Börsen sind nicht rational über einen kurzen Zeitraum. Die Börsen sind aber rational über einen längeren Zeitraum. Und wenn es eine Geldentwertung gibt, wird halt für die einzelne Unternehmensbeteiligung noch mehr Geld bezahlt. So, und der Gerd Kommer, um das auf den Punkt zu bringen, hat nachgewiesen, über Jahrzehnte und bis über ein Jahrhundert nach Inflationsraten von je nach Index 7-9%. Okay. Also eine wichtige Frage, das im Auge zu, das ist richtig. Ja. Also man muss die Inflation mit berücksichtigen, in der Tat. Aber die ist in dieser Kalkulation über einen längeren Zeitraum mit berücksichtigt. Ah, sehr gut geantwortet. Die ist super. Jetzt kommt eine wichtige Frage, die habe ich vorhin auch kurz unterschlagen. Die wurde mehrfach gestellt. Wie kommen Sie auf 10-15% Kapitalertragssteuer statt den klassischen 25%, die wir überall hören? Ja, ist klar. Absolut richtig. Das ist, die Überlegung ist folgende. Wenn Sie ein Vermögen anlegen, ETFs, und jährlich Steuern darauf zahlen müssten, dann müsste, also das gesamte Vermögen, dann müssten Sie in der Tat 25% plus Soli plus Kirchensteuer eventuell zahlen. Ein großer Teil dessen, was angelegt ist, wird aber der Steuer nicht unterworfen. Es wird nur der Steuer unterworfen, was verkauft wird, also was sozusagen verrentet wird. Mhm. Das, was Sie an sich versteuern müssten aus Ihrem Vermögen, was aber drin bleibt auf diesem Haufen, das ist quasi ein Kredit des Staates, ein Steuerkredit. Also dem Umstand, Sie müssten die Steuern zahlen, dürfen die Steuern aber quasi behalten und nochmal anlegen. Durch diesen Effekt, dass Sie die Steuer erst viel später bezahlen auf den größten Teil des Vermögens, durch diesen Effekt reduziert sich die Steuerbelastung für dieses Vermögen insgesamt. Also auf das Vermögen, rechnerisch auf 10-15%, je nachdem, wie Sie es gerade rechnen. Also das müsste ich sozusagen, vielleicht habe ich jetzt nicht zur Verfügung, aber in einer Excel-Tabelle kann ich es vorrechnen, dass das, was Sie an sich aus dem Vermögen versteuern müssten, aber nicht versteuert wird. Sie behalten aus Sicht des Staates einen Teil des Vermögens, das dem Staat gehören würde, und verdienen damit selber Geld. Ah, sehr gut. Also auf die Auszahlung selbst zahlen Sie nominell tatsächlich 25% Steuern, blablabla und so weiter. Aber bezogen auf Ihr Vermögen, am Ende, wenn abgerechnet wird und Sie sich fragen müssten, was habe ich eigentlich an Steuern bezahlt, tatsächlich, kommt am Ende raus, meinen Kalkulationen nach, zwischen 10-15%. Ah, gut zu wissen. Eine Frage, die ist, für wen sind thesaurierende oder ausschüttende ETFs geeignet? Ja, da gibt es keinen Unterschied. Also Begriffserklärung, das wissen selbstverständlich nicht alle. Also die thesaurierenden ETFs sind ETFs, die behalten die Ausschüttungen der Unternehmen und legen das Geld für sie weiter an. Okay. Also Unternehmen schütten Dividenden aus, also einen Anteil der Gewinne, behalten das Geld, das bleibt einfach im Fonds und wirft dann eventuell auch weiter Gewinne ab. Ausschüttende schütten eben die Dividenden, die Unternehmen bezahlen, aus. So, ist eigentlich egal oder gleich, was sie machen, weil in diesem Modell die Auszahlung selbst ja sozusagen sogar im Vordergrund steht. Also ob jetzt der ETF an sie direkt die Dividenden auch noch ausschüttet, dann nehmen sie einen ausschüttenden ETF zusätzlich, oder ob der ETF jetzt die Ausschüttungen behält und thesauriert, sie legen ja dann ohnehin fest, wie viel Geld sie haben wollen aus dem Modell. Okay. Also das ist im Grunde genommen, spielt das keine so wahnsinnig große Rolle. Ganz allgemein würde ich persönlich, wenn man das Vermögen aufbaut, aber wirklich jetzt sehr allgemein,
gesprochen thesaurierende ETFs bevorzugen, weil es einfacher ist, wenn die die Dividenden selber nochmal mit anlegen. Okay, also kommt das nochmal dazu und später, wenn ich es brauche, dort umstellen auf ausschüttende. Ja, Sie können ja sozusagen diese Aussage, also das sind zwei Dinge. Der Ausschüttende, also da bekommen Sie noch extra die Dividenden auf das Konto bezahlt. Den Auszahlplan selbst legen Sie ja ohnehin fest. Also wenn Sie sagen, Sie wollen aus Ihrem Vermögen 1.000 Euro im Monat haben, wird die Bank so viele ETF-Anteile verkaufen, dass Sie 1.000 Euro bekommen. Da spielen diese paar Cent Ausschüttungen im Grunde genommen gar keine Rolle. Das sind aber eigentlich zwei, das ist die zweite Seite der Medaille sozusagen. Also sagen wir mal, es ist eigentlich, also es spielt keine große Rolle für diesen, also gar keine Rolle eigentlich für diesen Zweck. Jetzt eine wichtige Frage, oh, die ist interessant. Gibt es auch ETFs auf Anleihen? Wenn ja, ja, wird dies auch empfohlen? Nein, es gibt ETFs auf Anleihen, die würde ich auf gar keinen Fall kaufen. Und zwar keinen einzigen ETF dieser Art. Also das hat mehrere Gründe. ETFs, also Anleihen sind nur dann interessant, wenn Anleihen eine hohe Rendite bringen. Ansonsten bringt das für dieses Modell nichts. Um Anleihen mit einer hohen Rendite zu bekommen, müssen Sie sehr viel riskieren. Also es wurde immer wieder empfohlen, Anleihen auf Argentinien. Werde nie vergessen, in Finanzmagazinen alle 4 Jahre werden Anleihen aus Argentinien empfohlen, weil die Renditen besonders hoch sind, weil das Risiko so groß ist. So, und alle 8 Jahre ist Argentinien pleite. Jetzt war, das war ein bisschen zynisch jetzt sozusagen. Dann bekommen Sie am Ende nur die Hälfte der Anleihen. Das heißt, Einzelanleihen würde ich ohnehin nicht kaufen, wegen der Rendite oder wegen des Risikos, das Sie eingehen müssten. Anleihen-ETFs sammeln natürlich Anleihen. So, die sammeln aber Anleihen einer bestimmten Laufzeit. Die sagen zum Beispiel 10-jährige Bundespapiere oder irgendwas in der Art. So, da bekommen Sie erstmal nur 1-2%. Das bringt es von der Rendite her nicht. Sie könnten natürlich auch meinetwegen ETFs auf allgemein EU-Anleihen oder sowas, dann bekommen Sie vielleicht 3 oder 4%. Sagen wir, Sie würden sich darauf interessieren, dafür interessieren. Da passiert aber Folgendes. Die ETFs sind geeicht auf eine bestimmte Laufzeit. Die Anleihenlaufzeit der Papiere, die drin sind im ETF, die nimmt mit der Zeit natürlich ab. Das heißt, die ETFs müssen während der Laufzeit diese Papiere verkaufen, um andere wieder reinzuholen, um die Laufzeit wieder drin zu haben. Die können eben nicht warten, bis die Anleihen, also bis dann das Geld zurückgezahlt wird auf die Anleihen, sondern die müssen immer während der Laufzeit verkaufen, also umschichten. Und das erhöht das Risiko eines solchen Anleihen-ETFs, weil die Kursschwankungen von Anleihen, die können auch beträchtlich sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, Sie haben eine kürzere Rendite und dennoch haben Sie ein gewisses Risiko, eine schlechtere Rendite und deshalb haben Sie, und dennoch haben Sie ein schlechteres Risikoprofil, als die meisten Leute glauben. Okay, also Anleihen. Deshalb würde ich keinen einzigen Anleihen-ETF kaufen, also wirklich auf gar keinen Fall. Das habe ich mir gemerkt. Anleihen gleich 6 minus. Wie sollte die Streuung der ETFs sein? Alles in einen ETF? Das haben wir schon ein bisschen beantwortet oder dann mehrere? Ja, haben wir immer wieder. Also natürlich, es gibt da keine, also ehrlich gesagt, es gibt keine Wunderformel. Da gibt es auch da gibt es, ja, ich kenne einige wissenschaftliche Arbeiten dazu. Natürlich gibt es einige Statistiken. Dann gibt es rückwirkend betrachtet, gibt es immer irgendwie sowas wie die Idealmischung. Das ist natürlich so nicht ganz zu beantworten und nicht richtig, weil die Verhältnisse sich mischen. Ich sage immer, also ab 3 ETFs halte ich das für ganz sinnvoll. Gut. In verschiedenen Regionen. Damit sind sie eigentlich schon breit genug gestreut. Also wenn verschiedene Sie den Dow Länder. Wie bitte? Verschiedene Länder quasi, verschiedene Regionen. Also Regionen. Kontinente. Einmal Dow Jones zum Beispiel oder S&P 500. Okay. Dann einmal den DAX. Und wenn Sie wollen, meinetwegen den Weltindex, den finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber es gibt eben Leute, die würden gerne weltweit investieren. Mhm. Oder irgendein Dividenden-ETF. Also so 3 ETFs würde ich. So ungefähr in der Größenordnung. Jetzt haben wir noch drei, nicht so kompliziert wird. Ah, gut. Jetzt haben wir noch 3 gute Fragen. Bitte. Deutschland, wie optimiere ich meine Steuerlast mit ETF-Sparplänen? Geht das irgendwie? Nein. Also es ist ganz, also der Grund ist ganz einfach, Sie müssen die Auszahlung ja versteuern. Wie gesagt, je länger das Modell für Sie läuft, desto größer ist der Steuererleichterungseffekt, so nenne ich es mal. Also das Vermögen, das unversteuert weiter verdient, dass er später versteuert wird, das wird wertvoller aus steuerlicher Sicht, je länger Sie es halten können. Das heißt, je früher Sie mit so einem Modell anfangen, desto besser ist es. Aber Sie können jetzt nicht, ich würde da nicht hingehen und Steuern optimieren. Also Sie können oder andersrum, ich weiß jetzt nicht den Hintergrund der Frage, es kann natürlich sein, wenn Sie ein höheres Vermögen haben und sagen wir mal Mischungen haben wie also reale Unternehmen, die Sie vielleicht erben oder sowas in der Art, dann noch Immobilien dazu haben, dann würde ich doch den Gang zum Steuerberater wählen, um zu sehen, natürlich das Ganze insgesamt steueroptimal zu gestalten. Also dann wird zum Beispiel die
Idee, eine Immobilie einfach so zu verkaufen, die kann natürlich auch steuerlich betrachtet falsch sein, wenn Sie jetzt noch nicht lang genug drin wohnen. Also solche Fragen muss man natürlich dann beantworten. Das heißt, je mehr Vermögen Sie haben, je verschiedenartiger Ihr Vermögen ist, desto eher würde ich Ihnen einen Gang zum Steuerberater doch mal raten. Aber generell sind das jetzt keine absoluten Steueroptimierungsmodelle. Ah, sehr gut. Bleiben wir bei der Steuer. Kann ich den Kauf von ETF steuermindernd absetzen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder? Das Geld selbst, nein. Ja. Das Geld, also wahrscheinlich ist der Hintergrund der Frage sowas wie, Sie können Vorsorge, also wenn Sie jetzt Vorsorge betreiben, dann können Sie Vorsorgebeträge, können Sie typischerweise absetzen in der Ansparphase, nenne ich es mal. Also wenn Sie jüngeren Jahrgang sind und irgendwas in eine private Rentenversicherung einzahlen, können Sie das teilweise absetzen. Das geht bei diesen Sachen nicht ohne weiteres. Also das würde ich auch gar nicht erst anfangen, weil der Vorteil ist, es gibt eigentlich gar keinen Vorteil. Weil die Sachen, die Sie anfangs absetzen können, müssen Sie später dann versteuern. Und zwar relativ hoch versteuern im Vergleich eben zu diesen Anlagen. Das heißt, ich würde nicht aus steuerlicher Sicht andere Modelle wählen. Aber okay. Sie können jetzt nicht, also daraus machen Sie keinen Absatz, also machen Sie keine Geschichte, wo Sie noch diese Beiträge absetzen. Jetzt haben wir die letzte Frage. Super Worst Case, Riesencrash wie 1929. Ja. Dann ist... Also da bin ich auch zynisch. So ist die Welt. Also wenn alles zusammenbricht, das Problem ist, wenn alles zusammenbricht, bricht auch wirklich alles zusammen. Also man muss natürlich, ja. Man muss natürlich realistisch bleiben. Ja, also im Leben ist nicht alles planbar. Das heißt, wenn es zu einer sehr großen Depression kommt, dann betrifft das in aller Regel und historisch betrachtet auch alle Vermögenswerte in irgendeiner Form. Die Staaten werden auch ganz anders reagieren. Es werden auch irgendwann, also heutzutage würde man hingehen und vermuten müssen, dass zum Beispiel auch Immobilieneigentümer nicht sicher sind, dass sie ihre Immobilien behalten dürfen, etc. Das heißt, einen solchen Fall kann man zwar mit bedenken, dass das passieren kann und kann sich vielleicht noch aus meiner Sicht individuell darauf vorbereiten, indem man sich auch andere Fertigkeiten antrainiert, also zum Beispiel so etwas wie Gartenbau oder was weiß ich. Aber man kann sowas nicht ausschließen. Aber ich glaube persönlich nicht, dass wir in den nächsten Jahren oder, wenn ich mich festlegen muss, in den nächsten Jahrzehnten sowas sehen wie einen großen Crash 1929, weil der damals auch teils selbst verursacht war. Die Notenbanken haben auf bestimmte Situationen falsch reagiert. Man hat in der Wirtschaftsgeschichte, es gibt dazu ja auch eine Wissenschaft, man weiß inzwischen, was man anders macht in solchen Situationen. Und es wird zumindest sehr viel unwahrscheinlicher, dass es einen Crash wie 1929 gibt. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist, ja. Also ich persönlich rechne nicht mehr damit, dass ich so etwas erlebe. Ja, sehr gut, sehr gut. Das hat mir mal ein Pilot erklärt, weil sie das sagten, so schlimm wie jeder Absturz einer Maschine ist, so gut ist das für die Nächsten, weil man genau weiß, wie zu reagieren ist. Mit den Bremsen und so weiter, mit allem. Ja. Ah, sehr gut. Also wird ganz anders reagiert. Oh, dann sind wir schon am Ende. Lieber Herr Kipf, danke, dass Sie heute Abend mein Gast waren. Ich hoffe, dass Sie zu Hause nun etwas zuversichtlicher das Thema rangehen. Also für mich war es super spannend, interessant. Ich werde morgen gleich meinen Banker anrufen. Und ich hoffe, Ihnen hat die Sendung Spaß gemacht zu Hause. Wenn Sie noch weitere Fragen, Anregungen, Wünsche an das Money Movement Team haben oder an meine Experten, Herrn Kipf, dann schreiben Sie an die Redaktion @money-movement.de. Nochmal, Redaktion @money-movement.de. Schauen Sie auch gerne auf die Expertenseite, dort finden Sie Informationen zu unserem Gast Jan-Jörg Kipf und seinen Publikationen, die sehr, sehr lesenswert sind. Und lassen Sie uns in 2 Wochen sprechen mit Jürgen Schmidt über das Ende des chinesischen Zero-Covid-Strategiechens oder was eine Riesenstrategie, was eine Fehlstrategie, was ist da eigentlich gelaufen und eventuellen Auswirkungen auf die Börsen. Warum haben Sie sich bewährt? Warum haben Sie sich nicht bewährt? Und was können wir wieder daraus lernen? Das gibt es in 2 Wochen am 6.2. um 18 Uhr, wenn es wieder heißt Money Movements. Denn die Geldanlage muss in Bewegung bleiben. Ich freue mich auf Sie. Tschüss, Ihr Walter Blum. Tschüss, Herr Kipp. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, ciao.